Kino. Kino ist ein Ort der Kunst, der Unterhaltung und der Gemeinsamkeit. Es ist ein Ort, der einlädt zum Nachdenken, zum Lachen und auch manchmal mit anderen Menschen Zeit zu verbringen und die echte Welt hinter sich zu lassen. Herr Stoffers, der sich seit mehreren Jahren mit der Geschichte von Münster beschäftigt hat und über diese auch ein Buch und eine Website geschrieben hat, erinnert sich noch, wie das Kino nach Münster kam. Ja, das ist eine lange Geschichte. Die liegt schon über 100 Jahre zurück. Was haben die Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts gemacht? Es gab ja keine Kinos. Das Telefon kam gerade. Die ersten Autos fuhren über den Prinzipalmarkt. Und im Jahre 1906, am 11.11.1906, kam das erste Kino nach Münster. Es war das Kapitolkino. Es hatte zwar vorher noch einen anderen Namen, aber unter den Münsteranern prägte sich der Name das Kapitol. Also in der Ludgeristraße. Und die Filme, die dort liefen, das waren Stummfilme. Ja, das war das erste Kino. Dann kam das zweite Kino und das dritte und vierte. Das Roland-Theater kam, die Schauburg kam, die Schauburg in einem Gebäude, wo früher einmal eine Gaststätte war, die Gaststätte Stadt New York. Der Krieg war vorbei, die Leute wollten raus aus der grauen Zeit, sie wollten etwas Schönes sehen, nichts Schweres. Mit der Zeit kamen immer mehr Kinos nach Münster. Dann war ein Kino an der Grevener Straße, die Kamera. Dann entstand wieder das Roland-Theater, das wurde wieder aufgebaut. Das Apollo-Theater kam und die Filmproduktion änderte sich dann auch. Es gab dann den Neuen Krug an der Weseler Straße, auch vorher eine alte Gaststätte gewesen, längst vorbei. Dann gab es das Metropolkino am alten Steinweg. Heute gibt es drei Kinos in Münster, nämlich das Schlosstheater, das Cinema und das Cineplex. Das Schlosstheater wurde 1953 eröffnet und auch jetzt werden dort immer noch Filme gezeigt, sodass es das älteste noch stehende Kino in Münster ist. In dieser Zeit hat es schon viele Preise für das vielseitige Filmprogramm erhalten. Neben dem Schlosstheater gibt es noch das Cinema an der Warndorfer Straße. Das ist ein etwas kleineres Kino, wobei dieses auch schon seit 40 Jahren dort steht. Und auch ein Programm mit vielen anspruchsvollen und politischen Filmen hat. Das Cineplex ist das neueste und modernste Kino Münster. Es wurde am 15. November 2000 gebaut. Das Kinoerlebnis hat sich auch stark von früher zu heute verändert. Zu meinen frühen Kinoerlebnissen stellte sich immer die Frage, gehe ich entweder in die Christenlehre oder gehe ich ins Kino? Dafür musste ich 50 Pfennig haben. Und wenn ich mich dann entschied, ins Kino zu gehen, das war in der Regel der Fürstenhof oder das Residenztheater an der Hammer Straße, gibt es schon lange nicht mehr, dann sah ich zur Freude Filme, die mich begeisterten. Im Vergleich zu heute ist das Angebot natürlich ein ganz anderes. Da gibt es das Fernsehen, da gibt es die Kindersendung in großer Zahl, in einer großen Auswahl, können die Kinder sich die Filme ansehen. Das gab es früher nicht. Aber das, was wir eben sahen, das waren dann Zeichentrickfilme von Walt Disney. Heute ist es alles ganz anders geworden. Die Filmlandschaft ist zusammengeschrumpft und die Möglichkeit, sich anderweitig Filme anzusehen, ist groß, man kann übers Handy streamen, gab es ja früher nicht. Aber jedes hat seine Zeit und ich war damals nicht unglücklich. Kinos gibt es also schon eine lange Zeit. Und auch wenn sich die Filmlandschaft stetig verändert und Filme anders gesehen werden, wird es Kinos noch eine lange Zeit geben.